What the fuck? Wow, das war knapp. Empfindlich wie der Vögelreflex von japanischen Pornodarstellern. Ich drehe das Video heute zum zweiten Mal. Und warum? Weil erstens Freitag der 13. ist und zweitens... Oh nein. Alles ist weg. Weg, weg. Ein ganzer Tag im Arsch. Ja, ich könnte jetzt wieder einen witzigen Schmutz erzählen, aber... Gehirn, fang an zu arbeiten. Melixi, Bexi. Nam, 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 nam. Na, Halleluja. Was ihr für ein Hate in euch habt, wenn meine Videos gerade mal 2 oder 3 Minuten lang sind. Wobei, das ist auf der einen Seite Lob, aber auf der anderen Seite auch die Bestätigung dafür, dass ihr diese scheiß 10-Minuten-Grenze auf YouTube doch herbeibeschworen habt. Was soll's. Ein Schluck aus dem Oma-Tassen-Upgrade. Diesmal mit ganz viel Love. Heute möchte ich mit euch über etwas sprechen, das ich schon fast per Zufall entdeckt habe. Und zwar der Traum für jeden Gamer, Streamer, YouTuber, Video-Creator. Ein All-in-One-Computer, mit dem man einfach alles machen kann. Und hier ist er. Mein selbst umgebauter, vollwertiger Gaming Macintosh Classic mit 8 Zoll Touch-Display, GTX 1060 mit 6 GB. So machen LAN-Partys wieder Spaß. Nein, ich wollte nur angeben. Es geht um das Ding. Warte. Ach ja, man kann ihn ja auch tragen. Ah, shit. Fuck. Oh, das ist jetzt peinlich. Da ist er. Der arschgeile All-in-One-Computer, mit dem ihr alles machen könnt. Der wahr gewordene Traum. Zumindest fast. Es hätte so schön sein können, wenn dieses Scheißteil nicht bei einer wichtigen Sache total abstinken würde. Aber dazu später mehr. Das ist ein Lenovo AIO Y910. Und die gibt's ab 2000 bis etwa 3000 Euro. Und unterscheiden sich durch entweder i5 oder i7, entweder GTX 1070 oder 1080, beziehungsweise entweder 128 oder 256 GB M2. Nicht kleckern, sondern klotzen. Gut. Oh fuck, der war noch an. Unabhängig davon kommt jedes Modell mit einem 27 Zoll Nicht-Touch-TN-Bildschirm. Zum Glück kein 4K, sondern ein 2,5K-Panel mit 144 Hertz, das obendrauf mit einer ein- und ausfahrbaren 1080p-Webcam und unten drunter mit einer Harman und Kardon Soundleiste kuschelt. Warum mache ich sowas? Ich glaube, ich bin innerlich immer noch so aufgebracht. Egal. Witze kann man ja auch zweimal machen. Nur ich komme mir dabei doof vor, nicht ihr. Dazu 32 GB Arbeitsspeicher, 1 TB Festplatte und 12 Anschlüsse. Das heißt Killer Ethernet, SD-Kartenleser, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI-Ausgang und HDMI-Eingang. Das heißt, ihr könnt das Ding als vollwertigen Fernseher-Bildschirm benutzen, sofern euch die eine Sache, die dabei stört, euch nicht stört. Satz. Ihr könntet dann zum Beispiel eure NES Classic Mini anschließen, weil die Controller ja so kurze Kabel haben. Wobei, das muss auch nicht mehr sein. Hashtag no ad not sponsored. Es gibt jetzt von 8BitDo kabellose Controller, die auch genauso geil verarbeitet sind wie die von Nintendo. Fuck! Yeah! Sonst gibt's dazu noch ein Blu-ray-Laufwerk, Bluetooth 4.0 und WLAN AC. Und mein Modell besitzt einen i7 6700, eine GTX 1070 und eine 128 GB M2. Das ist zumindest auf Papier schon mal ein vollwertiger Rechner, ohne sich so ein großes Gehäuse hinstellen zu müssen. So was. Mal putzen. Und das ist ja nicht mal ein normaler, sondern schon ein kleiner im ATX-Format und ist trotzdem fast so groß wie der hier. Und dazu sieht der auch eigentlich noch ganz gut aus. Ja, ist zwar auch wieder pures Plastik, dafür aber nicht zu auffällig, aber auch nicht zu altbacken. Schade nur, dass man keine Akzente selbst steuern kann, das heißt keine Lichtleisten blinkenden LEDs oder sowas. Wahrscheinlich ist deswegen die einzige vorab drauf installierte App Lenovo Nerf so... unnötig, weil die paar Einstellungen, die man mit der hässlichen und zähen App machen kann, sind schon sehr unnötig. Aber ihr wisst, Papier und Theorie sind geduldig. Das heißt also, wie sieht's in der Praxis aus? Nun, fangen wir an. Die mitgelieferte Tastatur und Maus sind shit. Einfach shit. Meine Fresse, für 2000 Euro legen die so einen 5-Euro Schrott dazu, das ist schon fast frech. Plant euch also von Anfang an nochmal ordentliches Zubehör mit ein. Und sonst liegt in der Packung nur noch ein einziges Kabel mit bei. Und zwar... Wow, das war knapp. Und zwar das Stromkabel. Ein einziges Kabel, das hinten unten an den Fuß gestöpselt wird, ohne extra Netzteil, ohne hier von der Seite so dämlich abgewinkelt über den Fuß rauszugehen. Juhu. Aber jetzt denkt ihr euch sicherlich Trollmodus an. All-in-One-Computer, das ist...
Beatbox-Technik für viel Geld da reingestopft. Denn es ist so, drückt ihr hinten auf das Logo, lassen sich die Blenden links und rechts abnehmen und ihr könnt alles außer die CPU tauschen. Doch, Alex, was ist das für ein Riesending? Ah, ich konnte es mir nicht verkneifen. Schraubt man das große Plastikfach aus der rechten Hälfte raus. Habt ihr plötzlich eine vollwertige Grafikkarte in der Hand? Ach, kommt schon mal ehrlich, das ist doch awesome. Ihr könnt ein fertiges All-in-One-System in Zukunft fleißig aufrüsten, wie ihr Bock habt. Und sogar meine Titan X funktioniert problemlos in dem Ding. Mit Pascal-Chip. Zwei Anschlüsse da rein, geil! Ja, und so kleine Details wie... Ah, sowas. Finde ich ganz cool. Ein Kopfhörerhalter. Ah, und für die harten Nerds da draußen in Zahlen bedeutet das Folgendes. 5403 Punkte im Time-Spy-Benchmark. Wenn's richtig abgeht, 50, sonst locker 60 bis 70 FPS bei Battlefield 1 und Ultra. Und Overwatch auf Episch, locker um die 100 FPS. Wozu benchmarkt man die Dinge eigentlich noch? Man könnte auch einfach sagen, alles läuft ziemlich geil. Und auch das Video hier habe ich auf dem Rechner geschnitten und das 4,6K-Material von der Ursa Mini funktioniert mit Premiere und After Effects butterweich. Und die Exportzeiten sind auch nur minimal langsamer als bei einem High-End iMac Final Cut Pro X-Projekt. Klingt doch alles schön, oder? Wenn dann nicht diese eine Sache wäre. Wenn dann nicht diese eine Gott-Sache wäre. Die Lüftung. Das Lüftungssystem. Wie erkläre ich euch das am besten? Oh, hört euch doch einfach mal meinen mit Standardkomponenten zusammengebastelten Macintosh Classic unter Last an. Und jetzt meinen popeligen Mac Pro 2013 unter Last. Und jetzt unser geplatzter Traum im Leerlauf. Ja, reicht euch noch nicht? Gut, denn jetzt mal unter Last. What the fuck? Sitzt da irgendwie so ein kleiner Troll drin, der die ganze Zeit einen Haartrockner an- und ausmacht, nur um mich die ganze Zeit zu nerven? Ohne Kopfhörer könnt ihr an dem Ding keine zwei Stunden Videos schneiden oder Konzepte schreiben für manche, die vielleicht auch noch mal ein paar Worte tippen müssen auf so einem Ding. Es sei denn, ihr dreht volle Arme die Musik auf. Das klingt mit der eingebauten Soundleiste auch nicht so geil. Wie so ein Standard-Bluetooth-Lautsprecher für euer Smartphone. Und nein, ich habe keine zu empfindlichen Ohren. Die sind durch viel zu viel Party, Feuerwerk und viel zu lauter Ape-Crime-Musik noch genauso empfindlich wie der Vögelreflex von japanischen Pornodarstellern. Wisst ihr, am liebsten hätte ich mir das Ding sofort zum Zocken und Arbeiten dahingestellt, aber nicht so. Ihr hättet so vieles für so viele Leute so schön und richtig machen können. Stattdessen geht jetzt die Suche nach der Erfüllung meiner, unserer Träume nach einem endlich rundum guten Allzweckcomputer weiter. Und? Was denkt ihr? Und hat euch das Video gefallen? Dann lasst einen Daumen da. Habt ihr das Video geliebt? Dann ein Abo. Und das war die schleimigste Endcard ever.